Frida Roland gleich in der Harald Schmidt Show. Merci Helmut, Charlotte und Band. Mein heutiger Gast ist eine sehr, sehr liebenswerte, wunderbare Kollegin, eine wunderbare Schauspielerin, Komödiantin, und sie kommt frisch zurück von einem der schönsten Drehs, die man im deutschen Showgeschäft haben kann, mit dem Traumschiff in Australien. Herzlich willkommen, Tina Ruhland. Gerade ja, verfolgt. Und seitdem habe ich Angst, in deine Nähe zu kommen. Ob du es doch mal ausprobieren willst? Nein! Ich habe einmal Verona Feldbusch abgeleckt, weiß, weil sie es eben wollte. Das kennt man ja. Und deshalb habe ich gerade so. Und ich habe Samantha Fox kommt. Die Implantate korrigiert. Auf ihren okay. Wunsch hin. Ja? Okay. Aber ich würde das nie sozusagen. Also solange ich nicht den Wunsch äußere und sage, leck mir die Augen. Aber kanntest du diese Praktik? Nein. Nein. Meine Fantasie hat sich auch noch nicht eingestellt, was ich davon so. Ich meine, es kann funktionieren. Aber wer weiß. Man hätte Angst, plötzlich ist ein Auge alles weg kann, oder nichts so. Muss. Oder ich dreht also, sich nach hinten. Ich mache das ja, also ich habe schon mal jemandem die Augen geleckt, aber mehr so zum Ärgern, weil es ist, glaube ich, ein fürchterlich ekliges Gefühl. Das so alles nach. An. Ja, aber was heißt und das? Und so leicht dran lutschen ist, glaube ich, ganz schlimm. Doller dran lutschen ist scheiße. Aber was heißt das, du hast jemand die Augen geleckt, um ihn zu ärgern? Der lag da und wollte ja, schlafen oder was? Hilflos gefesselt und ich habe... Ja? Ja. Gefesselt? Naja. Ja. Schon länger her oder jetzt auf dem Schiff lang, gewesen? Lang, lang. Ah, okay, okay. Auf dem Schiff auch. Wie war es auf dem Schiff? Ich werde schon neidisch, wenn ich nur die Reiseziele höre, auf denen du jetzt, wo du jetzt gedreht hast. Das war wo in Australien? In Perth. Perth. Das ist, Perth. Wenn man auf die Karte guckt, unten links. Links. Genau. Ja, also näher, nicht sagen wir mal. Nicht ganz so weit weg. Nicht so auf der anderen Seite von Melbourne und Sydney. Genau. Heiß? Heiß, aber bei weitem nicht so heiß, wie man hier in der Presse lesen konnte. Also es war ganz spaßig, weil wir andauernd Mails bekamen, so, oh, was ist mit den Buschfeuern und ja. Könnt ihr euch überhaupt noch bewegen? Und da unten war gar nichts davon zu lesen, zu ja. Hören oder sonstiges. Also das Land ist ja sehr groß und es war heiß, aber ehrlich gesagt hatte ich auch nicht viel anderes erwartet. Und was spieltest du? Eine Nonne? Oder das ist ja auch ein Traum, oft so, man spielt eine Nonne. Bin ich hat schon einen in dem Alter, dass ihr habt, in einem gewissen Alter muss man dann ja die Nonne spielen. Nein, dann nein, geht nein, man nein, nicht mehr in Bikini. Ist man nee. Das, zum letzten Mal war es eine Schauspielerin, Anfang 30, als ich noch mitgefahren bin. Und weil sie merkte dann hinterher, glaube ich, dass sie ein Mann ist oder so nach dem Autounfall. Also in der okay. Geschichte. Okay. Ja. Nee, ich habe eine sehr schöne Geschichte gehabt, nämlich nicht mit Männern, sondern wir waren zu drei Frauen als Geschichte, die ihre alljährliche Mädelstour mal vom Oktoberfest wegverlegt haben aufs Traumschiff. Ach. Und das war zusammen mit Katja Flint und Julia Stemberger und das war oh, da eine war sehr aber schöne Truppe. Für Stimmung gesorgt. Absolut. Ja, hat euch der Produzent verwöhnt, Wolfgang Rademann? Du weißt, er macht nichts anderes als einen Verwöhnen. Ja, Kleine, was denn? Augen lecken, alles lecken. Auf dem Schiff passiert nicht mehr viel anderes in dem Alter. Was, wirklich? Nein. Ach so, Sascha Hähne ist ja wieder mit dabei. Ja, jetzt geht's ja. Ab. Oh, sag mal, ist er schon der Kapitän? Also wir sind die erste Folge mit ihm als Kapitän, also hat bei uns seine Antrittsfolge gehabt. Ja. Und er sieht sicher totschick aus in der Uniform, oder? Wahnsinn, ja. Wenn man drauf steht. Auf Uniform oder beides. Also, ja. Wie ist Sascha Hähne eigentlich so außerhalb als Kollege? Ich kann das nicht so genau sagen. Ich habe den nicht so oft mitbekommen, weil aha. Er zieht sich sehr viel zurück. Also ja. Er macht so ein bisschen, es ist ein bisschen geheimnisvoll um ihn. Wirklich? Und, er golft sehr viel, das mache ich halt nicht. Aha. Und ansonsten, also ich habe ihn nicht so oft mitbekommen. Aber ich finde es einen wahnsinnigen Coup, den Herr Wolfgang Rademann da gemacht hat. Das ist genial gewesen, Sascha Hähne zurückzuholen. Weil ich meine, Sigi Rauch war ja erst der dritte Kapitän in der langen Traumschiffgeschichte. Und das muss gut überlegt sein, wer so eine populäre Rolle dann spielt. Und Sascha Hähne ist perfekt, weil er war ja schon besser dabei geht's nicht. Als ja. Deckoffizier Viktor. Genau. Früher. Golf hätte ich Angst vor Schlangen in Australien, oder? Der schlangenreichste Kontinent. Also ich habe ja auch so gedacht, so, wow, Australien, wild, romantisch, gefährlich. Ja. Und habe gedacht, jede Spinne, die ich sehe, wird mich in Angst und Schrecken versetzen. Ja. Ich bin keinem gefährlichen Tier begegnet, zumindest nicht wissentlich. Nichts gesehen? Nein. Aber die haben ja auch keine Schilder dran. Also ach so, du hast schon Tiere gesehen. Du ja, ja, aber das zum waren was, dann so... Was zum Beispiel? Kakadus waren nicht gefährlich. Ja. Wombats kannte ich nicht mal. Ich wusste nicht mal, wie ein Wombat ja, aussieht. Ja, das sind so Feldtiere. So, sind oder? Feldtiere, so. Ja. Und dick schlafend. Ja. Koalabären, mhm. Das war sehr süß. Flying Fox,
So. Das sind so eine Art Fledermäuse? Das sind so riesig große Fledermäuse, ja. Sehr schön aussehend. Aber nichts davon wirklich gefährlich. Also das Gefährlichste, was ich gesehen habe, war ein Schild, da drauf stand Beware of the Great White Shark. Das konnte man kaufen. Ach so. Ja. Ja. Hast du gebadet im Meer? Nein, aber nicht wegen der Haie, die ich, glaube ich, da auch nicht angetroffen hätte. Ja. Sondern mir war zu kalt im Wasser. Ach so, aber man hätte baden können, ja. So, dann habt ihr da den sogenannten Landdreh gemacht, genau. Und dann ging es aufs Schiff. Wofür dann ging es aufs Schiff. Wir sind in Dubai an Bord gegangen und sind dann die Arabischen Emirate abgefahren, also Abu Dhabi, Fujairah. Ist es nicht gefährlich da jetzt zurzeit? Also wir haben Soldaten an Bord gehabt, tatsächlich. Wirklich? Ja, ich habe die nicht einmal gesehen. Tatsächlich haben die sich so vermischt, wobei ich mich frage, wo waren die? Weil die hätten ja auffallen müssen unter den Gästen Schiffes. Ne? Ich habe sie, nicht getroffen, die auch schwer bewaffnet waren. Und sehr witzig war, dass wir Doha anlaufen wollten und Doha gesagt hat, mit den Waffen kommt ihr nicht an Land. Und dann mussten wir einen Schlepper kommen lassen, also mussten wir, das hört sich jetzt so an, ich habe mal eben einen Schlepper bestellt, von irgendeiner Ölplattform. Und dann haben die Waffen übernommen auf hoher See, dann durften wir Doha anlaufen. Nein. Und als wir wieder weggefahren sind, haben wir die Waffen wieder gekriegt. Das ist aber auch eine ungewöhnliche Vertrauens, einem Schlepper die gedacht, Waffen anzuvertrauen, oder? Irgendwelchen Leuten da die Waffen zu geben, ja. Ist ja auch eigenartig. Vielleicht haben sie auch die Soldaten abgegeben und wir waren schutzlos. Geht man dann da einkaufen, wenn man da ist an Land, oder was kann man da machen? Also ich kenne viele Souks jetzt, wo man überall das Gleiche kaufen kann, nämlich fake Kaschmirschals und echte Kaschmirschals. Ja. Ich kenne den Unterschied leider nicht. Aha. Curry und so weiter. Ja. Weihrauch. Habe ich auch gekauft, jetzt stinkt es bei uns. Aber es riecht schon toll, finde ich, oder? Ja, aber das... Die richtige Dosierung zu finden, ja, ist schwierig. Ja, die habe ich noch nicht gefunden. Ja, eher weniger. Mhm. Ja. Und sollte das nicht, dann ist das doch auch sozusagen der Iran. Wir wollten in den Iran anlaufen, zwei Häfen. Das ist kurzfristig entschieden worden, dass wir das nicht mehr durften, aus politischen Gründen. Aha. Stattdessen sind wir dann im Oman, haben wir noch einen anderen Hafen angelaufen, keine Ahnung. Da ist ja alle 10 Meter ein Hafen in der Ecke. Das Schiff fährt gerade los, legt gleich wieder an. Teilweise habe ich das Gefühl gehabt, wir treiben so über das Wasser. Und man fährt auch vor und zurück, um für die Passagiere den Tag irgendwie so rumzubringen. Ist aber im Mittelmeer genauso. Ja. Nizza, Monte Carlo und so. Nee, buf, danke. Also was ich unheimlich interessant fand, wir sind tatsächlich bis nach Kuwait gefahren, also ganz hoch. Da war es dann überraschenderweise wie auch kühl. Wie wir Kuwait-Zeit ist, unsere amerikanischen Freunde befreit haben. Eben, ich dachte, das hat jetzt so mittlerweile wieder den Standard, ähnlich wie Abu Dhabi oder Bahrain oder so, weil es ist ein reiches Land und die haben sich noch nicht erholt. Das ist ein bisschen wie DDR. So sieht das auch da aus. Wirklich? Ja, also nicht in den Souks, aber so die Häuser, es ist sehr trostlos dort. Ich dachte, sie seien schwer reich mit Öl und Gas. Dachte ich auch, aber das verstecken sie gut im Moment. Das heißt, du bist jetzt fertig mit dem Dreh? Ich bin fertig, ja. Ja. Von wo bist du zurückgeflogen? Von Dubai wieder. Wie ist Dubai? Hast du da auch Aufenthalt gehabt oder geht es nur rein? Der Flughafen ist ja wie ein riesen Supermarkt, oder? Naja, wir haben in Dubai irgendwie 2 Tage gehabt, aber ich bin auf dem Hinweg, haben wir einen Stopover gemacht, weil ich habe meine Familie mitgenommen nach Australien. Ja. Und wir haben dort Silvester verbracht und sind ein paar Tage da geblieben. Das war schon richtig toll. Also Silvester in Dubai? Ja, also Dubai ist schon eine Reise wert, überraschenderweise. Also ich dachte auch immer, dieser Flughafen, wo man umsteigt, bietet irre viel. Ist Sonnengarantie auch im Januar, tolle Hotels. Man kann in den Shopping-Malls irre einkaufen. Da kann man Skilaufen, es ist pervers irgendwie. Man kann Skilaufen in den Sanddünen. Ich fand das schon toll. Man kann, glaube ich, auch Ausflüge machen, wo man dann irgendwie in der Wüste übernachtet. Gibt's auch. Ja, habe ich aber nicht gemacht. So Tours. Was war denn dein schönstes Traumschiffland? Mit dem Traumschiff? Mhm. Ich war einmal in Südamerika. Das war toll. Also Panama-Kanal bis Valparaiso und einmal Südostasien von Saigon nach Singapur. Ach schön. Mhm. Also ich habe ja mein erstes Traumschiff gemacht in der Südsee. Das ist nicht mehr zu toppen. Oder? Mhm. Bora Bora? Bora Bora, Taha, Morea und ich war auf den Osterinseln. Also das ist natürlich... Die hat ja auch so einen Sexskandal, nicht? So ein Missbrauch, was als... Nee, das ist auf Pitcairn, oder? Das sind nicht Osterinseln? Vielleicht gehört das dazu, aber das ist eine eigene Insel. Ja, aber die Osterinseln sind eher ein bisschen wie Nordsee, oder? Ich fand das ein bisschen wie Irland. Da steht kein einziger Baum mehr, haben die alles abgeholzt. Überall laufen Pferde rum und die Dinger stehen da, diese Moais. Und es gehört zu Chile und sind, glaube ich, 3000 Meilen weg. Ja. Das dauert eine Weile. Wir könnten auch ein Reisemagazin machen, oder? Ja, das wäre toll, aber nur solche Ziele. Nicht irgendwie die Ostsee vorstellen oder so, sondern... Hat ja auch was, die Ostsee. Ja, du kannst aber auch also sind unsere Südseeinseln bedroht? Durch CO2 hier. Und dann musst du da hinfliegen und 4 Wochen auf Bora Bora drehen.
okay, wie sich bei uns der Innenstadtverkehr dort auf das Klima also so, Sie fliegt nach Frankreich, lässt sich die Augen lecken und ich prüfe mal in der Südsee nach, wie der CO2-Gehalt dort ist. Genau. Super. Das kommt nächstes Jahr, Neujahr und Weihnachten, ja? Neujahr, bevor genau. Geht hast. Tina, vielen Dank, alles Dankeschön. Gute, bis zum nächsten Mal. Tina Ruhland, meine Damen und Herren, morgen Abend eine wunderbare Schauspielkollegin Ina Paule Klink und die Musik von Jill Barber. Danke fürs Zuschauen, bis morgen Abend. Tschüss.